Zeuge Willi Wildermuth, Gerbereiarbeiter, 60 Jahre alt, 90. Verhandlungstag, 17.09.1964. Jawohl. Herr Wildermuth, Sie heißen mit Vornamen? Willi. Arthur Willi? Ja. Willi ist der Rufname. Sie sind wie alt? 60. Verheiratet? Ja. Vom Beruf? Gerbereiarbeiter. Wohnhaft in? Offenweiler. Und sind nicht verwandt und nicht verschwägert mit den Angeklagten? Nein. Nein. Herr Wildermuth, zunächst Ihren Werdegang. Sie sind in Ludwigsburg geboren, haben nach Beendigung der Schule eine Lehre als Schmied durchgemacht und waren dann Arbeiter in einer Gerberei, in der Sie heute noch beschäftigt sind. Jawohl. Im Jahr 1940 haben Sie sich freiwillig zur SS gemeldet, stimmt das? Jawohl. Und wurden dann UK gestellt, kamen zu Ihrer Firma zurück. Und wann sind Sie erneut eingezogen worden? 41. 41, und zwar in welchem Monat? April. Im April 41. Und wo kamen Sie dahin? Nach Auschwitz. Direkt nach Auschwitz und sind dort geblieben bis? Kriegsende. Ja, bis zum Januar 45. Bis 45. Ja. Nun, als das Lager geräumt wurde, kamen Sie zunächst nach Dora, dann nach Oranienburg und schließlich sind Sie am 4. Mai in amerikanische Gefangenschaft geraten, waren dann in Ludwigsburg im Internierungslager, wurden aber dort sehr bald wieder entlassen. Stimmt, ja. Das stimmt. Nun, als Sie 1941 nach Auschwitz kamen, wo sind Sie da hingekommen? In welche Einheit? Zur 4. Kompanie. Zur 4. Wachkompanie. Und wie lange sind Sie dort geblieben? Bis Ausgangs 42? Anfangs 43. Anfangs 43. Sie haben bei Ihrer Vernehmung am 17. Mai 61 gesagt, Sie wären 6 Monate dort gewesen, bei der Wachkompanie. War ich in Oranienburg, 6 Monate. Moment, wir sind jetzt in Auschwitz. Und Sie sind in Auschwitz hingekommen, wie Sie uns sagten, im April 41. Und nun sagen Sie heute, bis Ende 42, etwa auch anfangs 43, waren Sie dann bei der Wachkompanie. Stimmt das? Jawohl. Das stimmt. Da war das also, was Sie früher mit den 6 Monaten gesagt haben, nicht ganz richtig. Und wo kamen Sie dann hin? Dann kam ich in die Fahrbereitschaft. In die Fahrbereitschaft. Nun, wie Sie noch bei der Wachkompanie waren, hatten Sie da mal eine Strafe? Jawohl. Und zwar, was haben Sie getan gehabt? Ich habe es hier schriftlich. Was hatten Sie? Ich habe es hier schriftlich. Sie haben es schriftlich. Dankeschön. Obersturmführer und Kommandantschef. Wer war der Obersturmführer und Kommandantschef? Kolmar? Kolmar. Also da ist ein Schreiben an den Schützen Wildermuth. Ich bestrafe Sie gemäß DBO für den mobilen Zustand, § 8 Absatz C 74 mit 10 Tagen schärften Arresten, anschließend 6 Wochen Ausgangssperre, weil Sie trotz wiederholt ausdrücklicher Wachbelehrung am 2.10.41 Ihren Posten beim Kommando Schulz verlassen haben. In Dvory, Gleisbau. Begründung, Sie waren am 2.10.41 beim Kommando Schulz, Gleisbau, Dvory als Posten eingestellt. Um die laufenden Arbeiten fortsetzen zu können, wurden Sie von einem Zivilarbeiter beauftragt, das Gleismaß in der nahegelegenen Schmiede durch einen Häftling holen zu lassen. Statt das fragliche Gleismaß in der Schmiedewerkstätte zu holen und sofort zu Ihrer Arbeitsstelle zurückzukehren, sind Sie mit dem Häftling in die Ortschaft Worry gegangen und haben in seinem Beisein oder und haben in ihrem Beisein, heißt es aber,
den Häftlingen Lebensmittel von der Zivilbevölkerung entgegennehmen lassen. Sie selbst haben sich Eier angeblich für einen kranken SS-Kameraden gegen Bezahlung besorgt. Erst nach Erledigung dieser ihrer pflichtverletzenden Handlung haben sie sich mit dem Häftling zu ihrem Arbeitsplatz zurückbegeben. Während des Wegs wurden sie von ihrem Kompaniechef SS-Obersturmführer Kolmer und SS-Obersturmführer Schwarz Schutzhaftlager für angetroffen. Trotz ihrer bisherigen guten Führung und eifrigen Teilnahme am Dienst betrachte ich es als meine Pflicht, sie mit dem höchsten Strafmaß eines Kompaniechefs zu bestrafen. Der Führer des vierten Kompanie SS-Sturmbahn KL Auschwitz. Ja. Deshalb sind sie also 10 Tage bestraft worden und haben diese Strafe im Bunker, beziehungsweise nicht im Bunker, sondern im Kommandanturgebäude abgesessen. Stimmt's? Jawohl. Ja. Nun, wie Sie bei der Wachkompanie waren, haben Sie auch Postendienst versehen? Jawohl. Und zwar wo? Das sind verschiedene Kommandos gewesen. Ja. Waren Sie auf Wachtürmen? Jawohl. Waren Sie in der großen Postenkette? War ich auch, ja. Und haben Sie auch Häftlingskommandos betreut, offensichtlich, denn das geht ja aus dieser Strafverfügung hervor. Ja? Ja. Nun, während dieser Zeit, wo Sie dort waren, haben Sie in dieser Zeit auch erlebt, dass Häftlinge flüchten wollten? Nein. Oder geflohen sind? Nein. Nein. Haben Sie erlebt, dass SS-Leute Mützen von den Häftlingen weggeworfen waren und ihnen befohlen haben, die Mützen zu holen? Nein. Sie haben auch nicht erlebt, dass Leute auf der Flucht erschossen worden sind? Ja, zum Teil sind erschossen worden, aber da war ich nicht dabei. Was heißt nicht dabei? Sie haben selbst nicht geschossen oder haben Sie es nicht gesehen? Ich habe nicht geschossen. Sie haben nicht geschossen? Nein. Aber gesehen haben Sie es? Jawohl. Na, wie spielt es sich denn so eine Flucht ab? Eine Erschießung auf der Flucht? Ja. Der ist aus dem Postenbereich raus. Da hat der Poste geschossen nach ihm. Ja. Nun, wusste doch der Häftling, wenn er aus dem Postenbereich rausgeht, dass danach ihm geschossen wird. Warum ist er denn da rausgelaufen? Das weiß ich nicht. Hat man ihn vielleicht durch irgendeine Handlung dazu veranlasst, dass man ihm Befehl gegeben hat, dorthin zu laufen, oder dass man ihm den Befehl gegeben hat, etwas zu holen dort oder so? Oder ist er von freien Stücken dorthin gelaufen? Das kann ich nicht sagen. War der Mann in Ihrem Kommando, der da hinausgelaufen ist? Nein. Und nicht in Ihrem Kommando? Nein. Ja, wieso konnten Sie es dann sehen? Bei welcher Gelegenheit geschah denn das? Was taten Sie denn da? Im anderen Kommando gewesen. Ja, und was hatten Sie damals auch ein Kommando zu führen, oder? Nein. So, waren Sie bei der Postenkette? War bei der Postenkette. Sie waren bei der Postenkette. Und da lief einer heraus. Und warum haben Sie nicht geschossen? Ein anderer gemacht. Bitte? Hat ein anderer gemacht. Hat ein anderer gemacht. Sie wissen ja, dass Sie das Recht haben, die Antwort auf solche Fragen zu verweigern. Nun, hatten Sie eine Instruktion, was Sie tun sollten, wenn Leute den Versuch machten zu fliehen? Jawohl. Wer hat Ihnen die Instruktion mitgeteilt? Kompaniechef. Der Kompaniechef. Und wohin ging diese Instruktion? Was sollten Sie machen? Sobald der Häftling aus der Postenkette geht, zu schießen. Haben Sie nicht die Instruktion gehabt, Sie sollten die Leute erst anrufen? Ja, ist gegeben worden bei der SK-Kompanie, ohne Anruf zu schießen. Wie war das bei der SK-Kompanie? Strafkompanie. Strafkompanie. Was ist mit der Strafkompanie? Die haben wir bisher noch hier gar nicht erlebt. Sie waren doch bei der Postenkette, nicht? Bei der großen Postenkette. Und innerhalb der großen Postenkette waren doch allerhand Leute. Da waren Leute von der Strafkompanie, Leute von dem Block 1, 2, 3 und so weiter und so weiter. Und die Leute wurden dann mit Kommandos hinausgeführt. Und nun will ich wissen, was Sie für eine Instruktion hatten. Ob die Instruktion dahin ging, die Leute erst anzurufen.
oder ob Sie nicht anzurufen brauchten, sondern gleich schießen konnten? Wir haben den Befehl bekommen, von der großen Postkette ohne Anruf zu schießen. Ohne Anruf zu schießen? Von der Strafkompanie, die von der Strafkompanie. Die Häftlinge. Auf die Häftlinge, die von der Strafkompanie kamen? Jawohl. Ja, da waren aber doch auch noch andere Häftlinge, außer denen von der Strafkompanie. Was wollten Sie denn mit denen machen? Da weiß ich nichts. Da wissen Sie nichts. Und sollten Sie dann gleich gezielte Schüsse abgeben oder sollten Sie Warnschüsse abgeben? Also kurz und gut, Sie haben zwar gesehen, dass andere in solchen Fällen geschossen haben. Wie viele Fälle waren denn das ungefähr, die Sie da erlebt haben? Einmal habe ich es gesehen. Einmal. Ist gegen Sie auch mal ein Tatbericht eingereicht worden, weil Sie geschossen haben? Nein. Nicht? Wissen Sie, ob ein SS-Mann, oder haben Sie das gesagt bekommen, der einen Häftling auf der Flucht erschossen hat, eine Sondervergünstigung bekam, zum Beispiel einen Tag Urlaub oder so etwas? Da weiß ich nichts. Davon wissen Sie nichts. Nun, dann kamen Sie also zur Fahrbereitschaft und wann war das ungefähr? Sie meinten Ende 42, Anfang 43. Stimmt das? Ja. Wie viel Mann umfasste damals die Fahrbereitschaft? Kann ich kein genaues Bild geben. Nun, also auf die Zahl genau will ich das nicht wissen. Ich habe gesagt ungefähr, Sie haben mal gesagt ungefähr 20 Mann stark. Wäre sie gewesen? So ungefähr, ja. Und wie viele Fahrzeuge? Zwölf, 15. 15. Und wer war der Leiter der Fahrbereitschaft? Wiegand. Wer war sein Vertreter? Heger. Ich. Und was haben Sie gefahren? Zuerst habe ich ein MAN bekommen. Was haben Sie bekommen? Ein MAN. Ein MAN, ja. Und wie lange haben Sie ihn gefahren? Mit dem bin ich nicht lang gefahren, habe ich gleich einen Unfall gehabt. Ich verstehe kein Wort. Was? Mit dem Wagen bin ich nicht lang gefahren, habe ich gleich einen Unfall gehabt. Unfall? Bis Sie einen Unfall hatten. Was haben Sie dann da bekommen? Da ist der Wagen entzogen worden. Was haben Sie dann bekommen? Dann habe ich ein anderes Fahrzeug bekommen. Ja, was zum Beispiel? Ein amerikanisches Fahrzeug. Ein amerikanisches Fahrzeug. Und wie lange haben Sie LKW gefahren? Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Nicht ganz, ja. Bis zum Schluss, bis 44. Bis 44? Ausgangs 44. Und was war dann? Dann war ich so dort. Bitte? Dann war ich so dort, in der Prager Halle. Da waren Sie so dort? In der Prager Halle. Ja. Was verstehe ich unter so dort? Sind Sie ja. Da spazieren gegangen, oder ab was? Ab und zu habe ich mal wieder ein Fahrzeug bekommen, zu fahren. Und im Übrigen? Habe ich nichts zu tun. Haben Sie nichts getan? Das scheint mir alles sehr glaubhaft. Nun, weiter. Wo war denn die Prager Halle? Außerhalb von Lager. Sie haben mal gesagt, in der Nähe des Bahnhofs. Jawohl, in der Nähe vom Bahnhof. Ja. Nun ja, ich glaube, wir können von Ihnen nicht viel hören. Waren Sie einmal eingesetzt zum Abholen von Menschen, die mit einem Transport angekommen waren in Auschwitz? Jawohl. Erzählen Sie, wer Ihnen den Befehl gegeben hat und wo der Befehl herkam und was Sie dann gemacht haben, wie der Befehl lautete. Das ist gesagt worden, es sind Transport eingelaufen, alle fahren raus. Sie müssen ein bisschen lauter sprechen nach dem Mikrofon und ein bisschen deutlicher, damit wir das auch verstehen können. Es ist gesagt worden. Von wem ist gesagt worden? Vom Fahrer vom Dienst ist gesagt worden, Transport ist eingelaufen, alle fahren raus. Jawohl, der Fahrer vom Dienst, wer war das damals? Verschiedene gewesen. Verschiedene. Waren Sie mehrmals dorthin gefahren? Ja, so drei, vier Mal. Drei, vier Mal. Da waren Sie damals in der Prager Halle, ja? Nein, da war ich noch innerhalb von der Prager Halle. Wo waren Sie? Da waren Sie
Noch nicht? In der Prager Halle war ich doch noch nicht. Nein, sondern wo waren Sie? Innerhalb der Fahrbereitschaft. Innerhalb der Fahrbereitschaft. Standen damals die LKWs noch nicht in der Prager Halle? Nein. Aha. Und der Fahrer vom Dienst, der bekam den Auftrag. Von wem bekam er denn den Auftrag? Da kam telefonisch durch, von wem weiß ich auch nicht. Wissen Sie nicht. Alle Fahrer raus. Wie viele sind da in Bewegung gesetzt worden? Sämtliche, immer ein Fahrer. Ja, wie viele waren das? 6 Stück. 6? Warum muss man immer bei Ihnen 2- und 3-mal fahren? 6 MAN-Fahrzeuge sind in Bewegung gesetzt worden. Damals waren Sie auch dabei. Jawohl. Waren diese Waren überhaupt nur für Häftlingstransporte eingeteilt? Diese Waren waren für die Häftlingstransporte eingeteilt. Bitte wie? Die 6 Wagen waren dazu eingeteilt worden. Ja. Vielleicht kann der Zeuge seinen Stuhl etwas näher an den Tisch heranstellen. Immer noch näher heran, damit wir etwas von Ihnen hören. Es geht mir ja nicht allein so, wie ich hier höre, nicht, sondern die anderen Prozessbeteiligten verstehen Sie auch schlecht. Sie müssen sich schon ein bisschen anstrengen hier, da kann ich Ihnen nun gar nicht helfen. Waren die 6 MAN-Fahrzeuge laufend eingeteilt für Transport von ankommenden Häftlingen in die Gaskammer? Solange die Transporte eingelaufen sind sie einsatzbereit gewesen. Und sonst haben sie andere Sachen gefahren. Und was haben Sie zum Beispiel gefahren? Holz und Kartoffeln, Gemüse und Sachen. Nun, Sie waren etwa 4-mal, sagten Sie, eingesetzt zu solchen Fahrten. Jawohl. Bei Ihrer Vernehmung am 17. Mai 1961 haben Sie diese 4 Fahrten auf eine einzige Fahrt heruntergeschraubt. Aber heute glauben Sie, sich an 4 Fahrten erinnern zu können. Jawohl. Und zwar haben Sie damals diese Fahrten auf das Jahr 43 verlegt. Im Jahr 43 aber war schon die Prager Halle in Betrieb. Wie war das? Ja, die Fahrzeuge waren innerhalb vom Lager zuerst. Und dann sind sie rausgekommen. Da habe ich dann immer nicht mehr gefahren. Nun, wo sind Sie denn dann hingefahren mit Ihrem Wagen? Mit den Häftlingen? Nein, bevor Sie die Häftlinge hatten, als Sie losgefahren sind zu dem Transport. Auf die Rampe sind wir befohlen worden. Auf die Rampe. Und wo war die Rampe? Außerhalb vom Lager. Außerhalb vom Lager. War das schon die Rampe, die im Lager Birkenau verlief? Oder war die vor dem Lager Birkenau? Vor dem Lager Birkenau. Vor dem Lager Birkenau. Und wie viele Menschen haben Sie da ungefähr angetroffen, die da standen? Ja, ich weiß ja nicht, wie viele das waren. Waren es über 1000? Ja, so über 1000 waren es. Ja, Sie haben gemeint, es wären 1500 bis 2000 gewesen. Nun, also Sie haben sie nicht gezählt. Sie meinen, es wären über 1000 gewesen. Was waren das für Menschen? Waren das Männer, Frauen, Kinder? Männer, Frauen und Kinder. Alles zusammen? Ja. War das am Tag oder in der Nacht? Das war in der Nacht. Bei Nacht? War da hell erleuchtet oder wie war das? War hell erleuchtet. Es war hell erleuchtet. Nun, wie Sie hinkamen mit Ihrem Fahrzeug, waren da die Leute schon aus den Transportwagen herausgekommen oder waren die noch drin? Die waren schon raus. Sie waren schon rausgekommen. Und wurden die auch ausgemustert in gesunde, kranke, arbeitsfähige und so weiter? Das habe ich nicht gesehen. Ich war im Wagen sitzen geblieben. Das haben Sie nicht gesehen? Und wie hieß der weitere Satz? Ich bin im Wagen drinnen sitzen geblieben. Sie sind im Wagen drinnen sitzen geblieben. So. Nun also, dann haben Sie aber gesagt bei Ihrer Vernehmung, Sie wurden von 2 SS-Männern ausgemustert. SS-Ärzten ausgemustert. Ja, das habe ich draußen gesehen, in Birkenau.
Aber da habe ich nichts gesehen, in der Rampe. So. Nun, was geschah nun weiter? Die Menschen sind hinterher rauf, da ist extra eine Treppe hingemacht worden, dann sind sie raufgestiegen. Wenn der Wagen voll war, ist alles abgefahren. Waren da auch SS-Leute zur Bewachung dabei? Nein. Die waren ganz alleine auf dem LKW? Jawohl. Da konnten sie auch runterspringen? Konnten sie. Hm? Das konnten sie. Das konnten sie. Ja, und wo sind sie hingefahren mit den Leuten? Ja. Das war Bunker 1 oder 2. Ja, und was waren das für Bunker? Waren das Bauernhäuser? Es waren Bauernhäuser, ja. Ja, die umgebaut waren. Ja. Und wie oft sind Sie denn da in dieser Nacht hingefahren? Einmal bin ich hingefahren. Und gleich wieder zurück in die Dann wieder zurück in die Unterkunft? Die Kleider haben wir dann wegfahren müssen. Die Kleider. Sind da nicht die LKWs verschiedentlich eingesetzt worden, dass sie hin und her gefahren sind, um wieder andere Leute zu holen und so weiter? Die anderen haben laufen müssen. Die anderen haben laufen müssen. Und was geschah mit den Leuten, wenn sie nun ausgeladen waren von ihnen? Was machten sie dann? Da habe ich nichts damit zu tun gehabt. Ich habe nicht gefragt, ob sie etwas damit zu tun gehabt haben, sondern ich habe sie gefragt, was die Leute taten. Die sind abgestiegen vom Fahrzeug. Ja. Dann sind sie in die Barake rein. Ja. Weil da habe ich nichts mehr gesehen. Ja. Sie haben aber bei Ihrer Vernehmung früher gesagt, ich, Silizet, habe noch gesehen, wie sie nackt aus den Baracken kamen und in den Bunker gingen. Das war damals, ja. Das war damals. Wann? Bei Ihrer Vernehmung oder damals, wie Sie die Leute hingefahren haben? Wo ich das erste Mal dort war. Wie Sie das erste Mal waren, haben Sie gesehen, dass die Leute, dann mussten Sie also offensichtlich dort stehen geblieben sein, oder wie? Na, die Tür stand offen, da hat man es gesehen, wo sie auszogen haben. Ja, aber Sie haben nicht nur gesehen, dass Sie sich ausgezogen haben, sondern dass Sie nackt aus den Baracken herauskamen und in den Bunker gingen. Das habe ich nicht gesehen. Das haben Sie also damals gesagt. Vorhalt aus Blatt 8904. Das weiß ich gar nicht mehr so entsinnen. Das haben Sie nicht gesehen. Anschließend bin ich wieder weggefahren, haben Sie damals gesagt. Ja. So, und in diesen Bunkern wurden die Leute vergast. Hatten Sie das auch mal selbst mit angesehen? Nein. Und was geschah mit den vergasten Menschen? War nicht dabei. Sie wurden verbrannt, wie Sie gesagt haben. Sie wurden verbrannt. So, wo wurden sie verbrannt? An Ordensstelle wurden sie verbrannt. Ist es richtig, dass Gräben gezogen wurden und die Leute dort reingelegt wurden? Das habe ich nicht gesehen. Oder Gruben? Das habe ich nicht gesehen. Wie kommen Sie dann dazu zu sagen, die Leichen wurden in unmittelbarer Nähe der Bunker in Gruben verbrannt? Ich habe die Gruben selbst gesehen. Sie war etwa 15 Meter lang und 2 Meter breit. Haben Sie gesagt, im Jahr 1961 am 17. Mai. Und heute sagen Sie, ich habe überhaupt keine Gruben gesehen. Ich kann Ihnen gleich noch weiter sagen, warum Sie die gesehen haben. Weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich eigentlich nicht mehr. Herr Zeuge, ich mache Sie darauf aufmerksam, wenn Sie nachher auch jedenfalls nicht beeidigt werden, ist auch eine uneidliche, falsche Aussage vor Gericht strafbar. Ich habe es Ihnen vorhin schon gesagt. Ich weiß auch, warum Sie die Gruben gesehen haben. Es geht nämlich weiter in diesem Protokoll. Ich wurde durch den fürchterlichen Gestank angelockt und habe mir dabei die Verbrennungen ansehen können. Es war schon Nacht
und das Feuer war schon fast am Verlöschen. Ich konnte aber noch das aufgeplatzte Fleisch sehen. Das haben Sie all vergessen. Das habe ich nicht gesagt. Sie heißen doch Wildermuth, wenn ich nicht irre. Ich heiße Wildermuth, ja. Da wüsste ich nichts davon. Willi Wildermuth hat hier die Seite, jede Seite unterschrieben. Der Weizenplatzlautet, es war das Entsetzlichste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja. Ich kann mir tatsächlich nicht mehr erinnern, ob ich das gesagt habe. Ich habe mir dies auch nur einige Sekunden angesehen, da ich den Anblick nicht länger ertragen konnte. Kann sein, dass ich das damals gesagt habe, aber ich kann mir halt nicht mehr erinnern. Herr Zeuger, das ist nicht wahr. Das erlaube ich mir Ihnen zu sagen. Das ist nicht wahr, was Sie eben sagen. Das kann nicht wahr sein. Denn wenn Sie so etwas gesehen haben, was Sie damals geschildert haben, können Sie das nicht mehr vergessen. Entweder haben Sie damals gelogen oder heute. Und zwar gelogen, sage ich. Mir ist nichts bewusst. Das heißt nämlich bewusst die Unwahrheit gesagt. Mit so Sachen kann man nicht spaßen. Da kann man sich nicht irren, Herr Zeuge. Das gefällt mir nicht, was Sie da hier machen. Das kann ich Ihnen nur sagen. Das hat ja keinen Zweck, diesen Zeugen weiter zu befragen. Fuhren da auch immer Sankas bei diesen Transporten mit? Jawohl. Was taten denn die? Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Haben die auch das Gas transportiert? So viel ich gehört habe, also gesehen habe ich das nicht. Und was haben Sie gehört? Dass in dem Sankawagen das Gas drin sei. Sie müssen ein bisschen deutlicher sprechen und versuchen einmal etwas Hochdeutsch zu sprechen, damit wir das auch verstehen können. Man hat, wieso wissen Sie, dass man Gas damit geführt hat? Man hat? So ist gesagt worden, dass da Gas drin ist. So ist gesagt worden, dass da Gas drin wäre. Von wem ist das gesagt worden? Das hat man so allgemein gehört. Aha. Haben Sie dann auch Effekten befördert mit Ihren Wagen? Jawohl. Und was waren das für Effekten und wo haben Sie hergehabt und wo haben Sie hingebracht? Wir haben die Effekte kamen. Wo haben Sie denn hergenommen? Die Effekte sind doch von den Menschen, die angekommen sind. Die haben reingefahren ins Lager. Also vermutlich von der Rampe, wo der Zug stand. Ja. Haben Sie gesehen, wie Menschen an der Rampe ausgemustert worden sind, nämlich eingeteilt worden sind in Arbeitsfähige und Nicht-Arbeitsfähige? Der Rampe habe ich das nicht gesehen. Nein. Sie haben allerdings damals bei Ihrer Vernehmung gesagt, bei den Transporten habe ich gesehen, wie die Menschen gemustert worden sind. Dies wurde jeweils von SS-Ärzten durchgeführt, die mir namentlich jedoch nicht mehr bekannt sind. Das war in Birkenau. In Birkenau habe ich das gesehen. Ich möchte eine Pause einlegen von 20 Minuten. Auch noch bei den Transporten in Birkenau, wie Sie uns vorhin sagten. Jawohl. Und haben von dort auch Menschen weggefahren. Nein, von dort aus nicht. Sondern was haben Sie dort gemacht? Da habe ich die Verpflegung gefahren. In Birkenau? Jawohl. Und waren Sie auch auf der Rampe in Birkenau? Jawohl. Was haben Sie denn auf der Rampe getan? Ich habe warten müssen, bis der Wagen entladen worden ist, wo die Verpflegung, also Kartoffel, Fleisch und so Sachen, Konserve. Waren Sie auch auf der Rampe, wenn Häftlinge ankamen? In Birkenau? Da war ich im Fahrzeug, ja. Der Transport war schon da. Ja. Haben Sie dort gesehen, wie Leute ausgemustert worden sind? Das habe ich gesehen, ja. Und wer hat das gemacht? Weiß nicht, den Arzt. Bitte? Den Arzt kenne ich nicht.
Es war ein Arzt. Ja. Den Arzt kennen Sie nicht. Nein. War außer dem Arzt noch mehr, waren da noch mehr Angehörige der SS dort? Na, da sind viele rumgelaufen. Ja. Aber was die mit zu tun gehabt haben, das weiß ich nicht. Ich bin im Fahrzeug gesessen. Waren auch die Blockführer da? Jawohl. Ja. Und glauben Sie, dass die eingesetzt waren, diese Blockführer da? Weiß ich nicht. Sie haben es aber mal angenommen. Und zwar haben Sie einen ganz bestimmten Anhaltspunkt dafür angegeben, warum Sie das angenommen haben. Sie haben mal gesagt, 8906, Sie haben auch gesagt, ich nehme an, dass auch die Blockführer eingesetzt waren oder wurden, da diese größtenteils mit Stöcken umhergingen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Haben Sie von diesen Blockführern welche gekannt? Nein. Wissen Sie dann etwas davon, dass einmal Hausdurchsuchungen bei Ihnen durchgeführt worden sind zu Hause? Jawohl. Warum? Na, ich habe vermutet, die hätte irgendwelche Sachen mit angeeignet. Sie hätten sich Sachen angeeignet? Ja. Ist da auch was herausgekommen bei dieser Untersuchung? Nein. Bei Ihnen nicht, vielleicht Nein. Bei einem anderen? Bei verschiedenen ist rausgekommen, die sind alle abgeführt worden. Was ist mit denen geworden? Die sind abgeführt worden. Abgeführt worden, ja. Können Sie sich an den Albert Diesel noch erinnern? Jawohl. Was ist mit dem geschehen? Ich war, dortmals war ich nicht da, da war ich in Russland mit dem Fahrzeug. Und wo ich wieder zurückgekommen bin, dann hat es geheißen, Albert Diesel ist auch verhaftet worden. Ja, und wo ist er hingekommen? Ja, Sie sagen, er soll nach Matzkau kommen. Nach Matzkau in das Straflager. Haben Sie auch mal erlebt, dass das kleine Krematorium abgebrannt ist? Oder eine Baracke bei dem kleinen Krematorium? Ich habe gesehen, wo sie abgebrannt war. Wer das gemacht hat, weiß ich nicht. Ja, wissen Sie, wann das geschehen ist? Ich weiß nicht mehr recht. Ist das 43 oder 44 gewesen? Was war denn in dieser Baracke drin? Da sollen angeblich die Sachen drin gewesen sein, wo sie bei den anderen gefunden haben. Die sie bei den anderen gefunden haben? Ja. Und wem gehörte denn die Baracke? Wer war denn da drin? Wer war denn da tätig in dieser Baracke? Das weiß ich nicht. Mhm. Wissen Sie, ob damals eine Untersuchungskommission kam? Habe ich nie was gehört davon. So. Sie haben aber ausgesagt, es kam dann eine Untersuchungskommission, die diese Fälle aufklären sollte. Es wurden damals verschiedene SS-Leute eingesperrt. Ja, das sind eingesperrt worden, aber die Untersuchungskommando da war, das weiß ich nicht. Und wer hat die Fahrbefehle ausgestellt für die Fahrten außerhalb des Lagers? Das weiß ich nicht. Nein? Ja, die Fahrten nach außerhalb, ja. Nach Katowice, nach Breslau, die ja. Wurden von der... Und der Kommandantur ausgestellt. Ja, und wer hat die unterschrieben? Ja, ich weiß nicht, sind sie vom Adjutanten unterschrieben gewesen oder waren sie vom Lagerkommandanten unterschrieben? Ich habe keine Fragen mehr an Zeugen. Fragen der Staatsanwaltschaft? Sie sagten, dass Sie auf der Rampe waren mit dem Wagen in Birkenau, um Lebensmittel abzuholen, ja? Ja. Waren das Lebensmittel, die in den Häftlingstransporten mitgebracht wurden? Jawohl. Wo haben Sie die denn hingefahren? Die sind nach Lager 1 gekommen, nach Auschwitz. In das Lager rein oder in das Schutzhaftlager hinein? Schutzhaftlager rein, ja. In die zur Küche dort? Ja. Zur Küche dort. Ich halte Ihnen nochmal vor, was Ihnen bereits mehrfach vorgehalten worden ist. Können Sie sich wirklich nicht daran erinnern, dass Sie da die Verbrennung von Leichen gesehen haben? Doch, ich kann mich jetzt nicht erinnern. Was haben Sie denn gesehen? Es sind halt verkohlte und aufgedusene Leiche hier gelegen. Auf der flachen Erde oder in einer Grube? In der Grube und auf der flachen Erde. Und hat es da gebrannt? Ja, teils noch. Das war am Abklimmen, das Feuer, ja? Ja, das war ein Transport vorher.
Ja. Und waren diese, war diese Verbrennung, war das in der Nähe des Bunkers? Das war in der Nähe des Bunkers, ja. Ja, und Herr Zeuge, verzeihen Sie einen Moment, Herr Erster Staatsanwalt. Warum haben Sie mir das vorhin nicht gesagt, wie ich Sie gefragt habe? Ich bin nicht gleich mitgekommen mit dieser Frage. Herr Zeuge, ich habe Sie gefragt. Der eine Vertreter der Nebenklage hat Sie gefragt. Wir haben Ihnen wörtlich vorgelesen, was Sie damals ausgesagt haben. Da haben Sie gesagt, ich kann mich daran nicht erinnern. Das war doch unwahr, nicht, was ich gesagt habe? Ja, das war unwahr, weil ich jetzt in dem Moment ist mir eingefallen, dass ich das tatsächlich gesehen habe. Aber nicht bewusst habe ich das ausgesagt. Naja, Herr Zeuge. Herr Erster Staatsanwalt. Herr Zeuge, wie lange sind Sie seinerzeit von dem Kriminalbeamten vernommen worden? Etwa. Vom ersten? Ja. 1961. Also circa 3 Stunden. 3 Stunden. Waren Sie damals gesund oder waren Sie krank? Ich habe Magengeschwür gehabt. Damals bei Ihrer Vernehmung? Jawohl. Was ist in der Zwischenzeit mit diesem Magengeschwür geworden? Ich habe es immer noch. Haben es immer noch? Ja. Wie macht sich das bemerkbar? Kopfschmerzen durch das Magengeschwür? Na, das weniger. Schlappheit und Miege. Schlappheit? Ja. Waren Sie damals, Sie haben ja jede Seite der damaligen Vernehmung unterschrieben. Jawohl. Wollen Sie behaupten, dass Sie damals auch schlapp gewesen wären? Na, das will ich gar nicht sagen, aber Magenleiden bin ich. Magenleiden? Jawohl. Herr Zeuge, sind in der Zwischenzeit, das heißt also zwischen 1961 und 1964, haben Sie irgendwelchen Kontakt mit früheren SS-Angehörigen gehabt? Jawohl. Mit wem? Mit Fritz Gahr. Hatten Sie auch vor 1961, vor Ihrer Vernehmung, durfte die Polizei bereits mit diesem SS-Angehörigen Kontakt nach dem Kriege? Jawohl. Wann? Ja. Ich will anders fragen. Wann haben Sie denn nach 1945 den ersten Kontakt mit dem SS-Angehörigen Gahr aufgenommen? Oder er mit Ihnen? Na, das kann ich nicht mehr genau sagen. Etwa? Das sind 2 oder 3 Jahre gewesen. Nach dem Krieg? Ach, 48 bin ich erst gekommen, 48. Ganz 50 gewesen. 50, gut. Und wie oft haben Sie sich mit ihm getroffen? Ich war 2-mal bei ihm. Wo? In Hardexen. Ja, und er? Und er war auch bei mir. Wann haben Sie das letzte Mal vor 1961, vor Ihrer Vernehmung mit ihm? Da war er bei mir. Wann? 1961 oder 1962. Bei der Vernehmung? Oder zur Zeit der Vernehmung? Oder unmittelbar hinterher oder vorher? Das weiß ich nicht mehr genau. Haben Sie auch über den Inhalt Ihrer Vernehmung mit Gahr gesprochen? Nein. Sie wollen also behaupten, haben Sie nach der Vernehmung 1961 sich noch mit Gahr getroffen? Jawohl. Da wollen Sie jetzt behaupten, dass Sie, wenn Sie einen alten SS-Angehörigen treffen und Sie sind 3 Stunden, ich glaube 7 Schreibmaschinenseiten lang vernommen worden, dass Sie dann mit diesen alten SS-Angehörigen über diese Vernehmung im Aufwärtsprozess, über den ja nun allmählich die halbe Welt Kenntnis hat, nicht gesprochen haben? Wir haben weiter nichts gesprochen. Worüber haben Sie denn dann gesprochen? Wie es geht und über das Wetter? Na ja, im Allgemeinen auch, über das haben wir nicht gesprochen. Über das Aufwärtsverfahren haben Sie nicht gesprochen? Ganz selten, so wenig. Ganz selten? Ja, was haben wir halt geschwätzt? Haben Sie außer, was haben wir halt geschwätzt, ja. Was haben Sie außer dem Herr SS-Angehörigen Gahr, haben Sie noch andere Verbindungen gehabt mit früheren SS-Angehörigen? Ja, ich habe einmal geschrieben an Bick. Wann? Das war vor 61, oder? Vor 61 oder nach der Vernehmung? Nein, vorher schon. An wem haben Sie da geschrieben? An Richard Beck. Und weshalb haben Sie an ihn geschrieben? Beck, ja? Richard Beck. Ja, da waren wir beisammen bei mir, der Gahr und Holze. Wer ist Holze? Die waren bei mir. Wer? Also Gahr und? Gahr und Holze. Holze war auch ja, bei Ihnen. Ja. Und da haben Sie an Beck geschrieben? Und dann haben wir eine Karte geschrieben. Und haben Sie mit, Ansichtskarte. Haben Sie mit ihm mal gesprochen, mit Beck? Ja, wir waren... Voriges Jahr waren wir dort. Voriges Jahr. Ja. Voriges Jahr, das war also 1963. Haben Sie da über den Inhalt Ihrer Vernehmung gesprochen? Ja, wir haben darüber gesprochen, über das von Auschwitz, ne, dass er
hoffentlich als Zeuge geladen wird. Warum hoffentlich als Zeuge? Also, so hat er gesagt, der Richard Beck. Hierher. Warum, das weiß ich gut. Also jetzt haben wir Herrn Böck, Herrn Gahr und Herrn Holzer. Ja. Was haben Sie denn, wann sind Sie denn das letzte Mal mit Holzer zusammen gewesen? Das kann 3 Jahre sein. Dann seid ihr hin. Haben Sie noch andere Verbindungen oder Verbindungen mit anderen SS-Leuten gehabt? Ist von irgendeiner Seite im Zusammenhang mit diesen, oder erstmal diese Frage, haben Sie noch Verbindungen mit anderen SS-Leuten gehabt? Ja, warte. Wer war noch? Ja, Lorenz war auch dabei. Waren Sie bei ihm oder war er bei Ihnen? Der war bei mir. War bei Ihnen? Ja. Wann denn? Es ist auch so um die Zeit gewesen, mit dem Holze und Gar. Also, wenn Sie es noch mal bitte zeitlich etwa festlegen wollen, vor Ihrer Vernehmung oder nach Ihrer Vernehmung? Vor meiner Vernehmung. Vorne. Wie kam denn das, dass plötzlich Lorenz bei Ihnen nun aufkreuzte? Sie hatten ja vorher wohl, oder haben Sie vorher mit ihm von Verbindung gehabt, seit 48? Ja, das ist nach 48 gewesen. Ja, ich meine, da haben Sie mit Lorenz schon Verbindung gehabt. Nein, da habe ich noch keine Verbindung. Wie kam denn der plötzlich dann 1960, Sie sagen vor Ihrer Vernehmung oder 58 oder 59 zu Ihnen? Ja, war ich auf Besuch bei Gar und da ist er auch dort gewesen, Lorenz. Haben Sie so, treffen Sie sich ab und zu, machen Sie so eine Art Kameradschaft der früheren SS-Leute, der Fahrbereitschaft oder irgendetwas, bei dem dann Gedanken ausgetauscht werden? Ja, das ist einmal, zweimal gewesen. Einmal bei ihm und einmal bei mir. Wie viel waren denn da etwa zugegen? Ja, das waren gerade wieder 4. 4. Und wann war das letzte Mal, Herr Zeuge? Das letzte Mal war es bei mir, vor 3 oder 4 Jahren. Ja, ich will jetzt versuchen, Sie doch mal zu rekapitulieren, war es vor Ihrer Vernehmung 1961 oder nachher? Sie haben ja einen Anhaltspunkt insofern, als wenn da plötzlich 4 alte SS-Leute, wie Sie sagen, frühere SS-Leute aus der Fahrbereitschaft zusammenkommen. Dann werden Sie sich ja entsinnen können, ob Sie bei diesem letzten Zusammentreffen sich nun über Ihre Vernehmung oder die Vernehmung anderer, die eben... Nein, da ist da nichts gewesen. Nein, das war nicht. Das war da nicht. Ich will ja erst mal wissen, ob Sie anhand dieser Tatsache jetzt rekapitulieren können, sich erinnern können, ob es vor 61, vor Ihrer Vernehmung war oder nachher. Herr Zeuge, das ist ja nun eine Tatsache, die nicht ohne Interesse für Sie sein musste. Was hat der Holze gesagt? Ist er vernommen worden? Was hat er gesagt? Was hat der Lorenz gesagt? Was hat der Gahr gesagt? Nein, da waren wir noch nicht beieinander, nein. Da war noch keine Vernehmung. War noch keine Vernehmung. Nein. Gehören Sie der HIAC an? Wissen Sie, was die HIAC ist? Nein. Ein Zusammenschluss früherer SS-Angehöriger, die vorgibt, soziale Belange zu verfolgen und die also Kameradschaftstreffen und ähnliche Dinge veranstaltet. Gehören Sie dieser Vereinigung? Haben Sie seit 1945 bzw. 1948 an einem SS-Treffen mal teilgenommen, also an derartigen Kameradschaftstreffen teilgenommen? Nein. Nicht. Sie haben 4 Namen genannt. Sind noch weitere frühere SS-Leute, mit denen Sie in Verbindung stehen? Einer namens Flor. Wie heißt er? Flor. Flor, wo war denn der tätig? Der war in der Fahrbereitschaft. Die ersten 4 genannten waren doch auch in der Fahrbereitschaft. Jawohl. Also haben wir jetzt schon 5 mit Ihnen, 6, die früher in der Fahrbereitschaft tätig waren und die sich also jetzt in den letzten Jahren, beziehungsweise in den Nachkriegsjahren, getroffen haben. Wo sind Sie denn mit Flor zusammen gewesen? Ja, der wohnt in meiner Nachbarschaft. Also, haben Sie von vorher mit ihm Verbindung gehabt irgendwie? Und der hat mir geschrieben, wo er von Gefangenschaft gekommen ist, ob er zu mir kommen könnte. Er hat keine Heimat mehr, er ist von Jugoslawien. Da habe ich geschrieben, er soll mal kommen. Herr Zeuge, bitte überlegen Sie sich die Antwort auf meine folgende Frage recht genau. Hat einer dieser von Ihnen bislang genannten 5 SS-Angehörigen etwas über den Inhalt seiner Vernehmung im Rahmen des Auschwitz-Verfahrens zu Ihnen gesagt oder geschrieben? Dortmals noch nicht. Bitte? Dortmals noch nicht. Ich verstehe das zweite Wort nicht. Dort? Damals noch nicht. Später? Später, ja. Also nach Ihrem Zusammentreffen? Ja, aber zweite Mal beieinander. Und in welchem Umfang hat man Sie denn dann von der Aussage dieser SS-Angehörigen unterrichtet? Hat man Ihnen geschrieben, was man gesagt hat? Nein. Ja, was denn dann? Sie haben doch eben gesagt, später hat man Sie
von der Aussage dieser SS-Leute, haben die SS-Leute Ihnen geschrieben oder gesagt, dass Sie ausgesagt haben hier im Verfahren? Herr Zeuge, es ist doch interessant. Hier sind 6 Personen. Alle 6 Personen sind in der Fahrbereitschaft gewesen. Sie treffen sich oftmals erst seit 10, 15 Jahren ganz plötzlich, etwa zur Zeit dieser Vernehmung, sei es vor, sei es hinterher. Sie sagen, es sei im Wesentlichen vorher gewesen. Alle 6 Personen oder ein Großteil dieser 6 Personen ist im Rahmen dieses seit Jahren ja geführten Verfahrens vernommen worden. Jetzt beantworten, haben Sie meine Frage dahingehend beantwortet, dass Sie Mitteilung bekommen haben von anderen Vernommenen über den Inhalt Ihrer Aussage. Ist das richtig? Nein. Sondern? Ich habe keine Mitteilung bekommen. Ja, Sie haben doch aber gerade gesagt, die haben Ihnen, Ihre früheren Kameraden haben Ihnen gesagt, dass Sie vernommen worden sind und was Sie gesagt haben. Nein, da war nichts. Nichts. Haben Sie das, was Sie 1961 gesagt haben, anderen SS-Angehörigen mitgeteilt? Das weiß ich halt nicht mehr. Ja, also entschuldigen Sie, Herr Zeuge, 5 sind es. Oder sind es noch mehr? Ich weiß nicht, dass ich da etwas ausgesagt habe. Sind noch mehr als die 5 Personen mit Ihnen, stehen noch mehr als die 5 Personen mit Ihnen in Verbindung? Nein. Diese 5 sind es. Ist unabhängig von diesen Angehörigen früher mal vor Ihrer heutigen Vernehmung von irgendeiner Seite an Sie herangetreten worden? Anonym oder nicht anonym? Etwa in dem Sinne, was Sie sagen sollen oder was Sie nicht sagen sollen? Nein. Wie erklären Sie sich dann diesen Gedankenschwund zwischen 1961 und 1964? Darüber kann ich nichts sagen, ich weiß nichts. Das wissen Sie nicht. Nein. Und wie erklären Sie sich diese plötzliche Gedankenzunahme und Erinnerungszunahme zwischen am heutigen Tag zwischen 10 Uhr und 10 Uhr, zwischen 10.10 Uhr und 10.30 Uhr, denn Sie haben unabhängig von diesen von meinem Kollegen Kügler gestellten Fragen in Ihrer Vernehmung nach der Pause erheblich mehr gewusst. Wie erklären Sie sich das, Herr Zeuge? Ja, ich bin beim Herrn Vorsitzenden gleich mitgekommen, wie er das meint hat, und er hat mir richtig verstanden, was er da gesagt hat. Es handelt sich nicht jetzt um diese Frage mit den Verbrannten, sondern ganz generell. Sind Sie überhaupt nicht mitgekommen bei den Fragen des Herrn Vorsitzenden, obwohl er sie zum Teil 4, 5 Mal an Sie gestellt hat? Nicht ganz. Bin nicht ganz mitgekommen. Und wie erklären Sie sich, dass Sie nach der Pause plötzlich die Fragen des Herrn Vorsitzenden so prompt aufgefasst und verstanden haben? Das ist mir so allmählich einkommen. Ja, das habe ich gesagt. Sie saßen doch erst wenige Minuten, bis Sie sich weggesetzt haben, mit dem anderen Zeugen dort zusammen. Worüber haben Sie sich unterhalten in dieser Frühstückspause? In dieser Pause? Wir haben uns weiter nichts hier unterhalten. Bitte? Wir haben uns weiter nichts unterhalten. Haben Sie also still nebeneinander gesessen und nichts gesagt? Ich habe nicht viel gesagt. Und das Wenige, was Sie gesagt haben? Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr, was ich gesagt habe. Herr Zeuge, das ist 20 Minuten, 30 Minuten her. Wollen Sie jetzt sagen, dass Sie nicht mehr wissen, was Sie in diesen 2, 3 Minuten für Worte mit den Zeugen Siebald gewechselt haben, der da vorne sitzt? Die waren belanglos. Aber was verstehen Sie unter belanglos, Herr Zeuge? Was für Sie belanglos sein kann, ist möglicherweise in dem Verfahren von großem Belang. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, so war ich hier sitze. Sind Sie irgendmal in einer untersucht worden, irgendwie, dass Sie nervenärztlicher Art oder irgendwie? Wegen besonderes Maß von Vergesslichkeit oder irgendwie, haben Sie in diese Richtung mal Schwierigkeiten gehabt? Nein. Dankeschön. Herr Wildermuth, Sie sagten, dass der Herr Flohr bei Ihnen in der Nähe wohnte. Wann ist er denn da zu Ihnen in die Nähe gekommen? Ja, ja, nicht. So, nein, 53. 51. 53 oder 51. 53. Und sind Sie 1961 vernommen worden und Sie sind von dem Kriminalbeamten, wie sich aus dem Protokoll ergibt, ausdrücklich nach anderen Angehörigen der Fahrbereitschaft gefragt worden. Warum haben Sie da den Herrn Flohr, der bei Ihnen in der Nähe wohnte, nicht genannt, während Sie andere, die weiter vom Schuss waren, genannt haben? Ich wollte es sagen, aber dann haben wir es vergessen, es ging auf 12 Uhr. Ich habe da auch nicht mehr dran gedacht. Wir haben nicht bedankt. Ja. Wann haben Sie den Zeugen Siebald zum letzten Mal gesehen? 45. Seit der Zeit nicht mehr? Nein. Keine Frage mehr. Herr Rechtsanwalt Gerhard.
Herr Zeuge, ist es nicht so, dass Sie sich in der Pause eingehend mit Herrn Staatsanwalt Kügler unterhalten haben? Der Erste Staatsanwalt Grossmann hat Sie gefragt, was haben Sie denn eigentlich mit Ihren, mit den übrigen Zeugen gesprochen? Die Frage ist, ist es nicht vielmehr so, dass Sie sich in der Pause mit Herrn Staatsanwalt Kügler unterhalten haben? Das ist der Staatsanwalt rechts gegenüber mit der Brille. Haben Sie sich mit ihm unterhalten? Er ist zu mir hergekommen. Ja gut, sagen Sie nur ja oder nein. Ich habe mich gut unterhalten, ja. Ist noch eine Frage von Seiten der Angeklagten oder eine Erklärung abzugeben bezüglich der Beeilung des Zeugen? Werden welche Anträge gestellt? 60 Ziffer 3. Ja, wir haben uns bereits besprochen. Es ergeht Beschluss. Die Beeilung des Zeugen unterbleibt gemäß § 60 Ziffer 3 der Strafprozessordnung, da der Verdacht besteht, dass er an den Taten beteiligt ist, die den Angeklagten zur Last gelegt werden. Nehmen Sie bitte.